dann ist es ja oft so, dass gerade in den Wechseljahren, dass das Cholesterin, dass einmal das Gesamtcholesterin sich erhöht. Was weißt du darüber? Was sind da die Ursachen? Ist das überhaupt etwas Schlechtes? Ja, du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Ist es überhaupt etwas Schlechtes? Und ich glaube, ihr habt jetzt in dem ganzen Kongress schon ganz viel über die unterschiedlichen Werte auch gehört. Und wenn man vom Cholesterin spricht, dann sage ich immer, das Cholesterin ist gut, das brauchen wir. Aber genauso auch mit den Hormonen, ja, die sind auch gut und viele verteufeln sie eigentlich. Es macht immer der Wert aus oder die Summe an sich, ja. Zu niedrig ist nicht gut, zu hoch ist auch nicht gut. Und vor allen Dingen beim Cholesterin muss man da auch nochmal unterscheiden zwischen dem HDL, ja, dem guten und dem LDL, dem schlechten, wobei auch das LDL eigentlich gar nicht so schlecht ist, ja, weil unser Körper tut es ja tatsächlich zu 80, 90% selber produzieren. Und wir brauchen das auch, damit die Membranen ja auch schön weich sind und eben alles gut funktioniert. Deshalb, also der Körper oder der liebe Gott, wer auch uns immer geschaffen hat, ja, der hat es ja zu Recht irgendwie auch gemacht. Deshalb ist das LDL eigentlich auch nicht unbedingt schlecht, sondern dann kommt dann wieder eine Unterkategorie, das oxidative LDL, ja, das heißt eben, wenn wir hier nitrovasiven Stress haben oder zu viele Entzündungen in uns haben, dann sagen wir, ist es einfach schlecht. Und da müssen wir so ein bisschen unterscheiden. Nimmt Cholesterin im Alter wirklich zu? Ist die Frage, denn es ist nicht automatisch, ja. Also wir haben zwar auch Schwankungen, wie bei den Hormonen auch, ja. Also gerade Cortisol, die Stresshormone, die sind morgens ziemlich hoch, weil wir hier durch den Zirkadianrhythmus, durch den Schlaf, ja, dann die höchste Ausschüttung praktisch haben morgens, um fit und vital zu sein. Und auch hier tatsächlich Cortisol. Cholesterin, genauso wie das Cortisol, ist morgens am höchsten, ja, durch den Schlaf, weil wir hier eben diese Hormone dann auch produzieren. Und zum Beispiel Sport, ja, also wenn wir von den Schwankungen sprechen, ja, bei den Frauen, bei den Hormonen ist es natürlich vom Zyklus her schwankend, aber eben zum Beispiel das Cortisol ist tagesabhängig und von verschiedenen Dingen, von Stressfaktoren abhängig. Und so eben auch das Cholesterin. Und Sport zum Beispiel ist das Cholesterin kurzfristig erhöht. Machen wir aber längerfristig Sport, kann es tatsächlich auch das Cholesterin senken. Und wie gesagt, das Cholesterin an sich wollen wir ja haben, ja. Es geht ja nur dann eben um diese schlechten oxidativen LDL-Werte. Und gerade was wir jetzt von Stress auch wissen, Stress erhöht vor allen Dingen eben dieses oxidative LDL, ja. Und warum jetzt in den Wechseljahren oder im Alter, ja, wir hier erhöhte Werte haben, weil wir tatsächlich im Alter leider Gottes sensitiver auf Stress werden. Ja, wir können, sind einfach nicht mehr so stark wie ein Baum und da kommt schon ein kleiner Windhauch sozusagen um die Ecke. Und kann uns relativ leicht, gerade in den Wechseljahren, leicht aus der Bahn bringen, auch mentale, emotionale Dinge. Ja, deshalb haben wir auch oft eben diese Stimmungsschwankungen, da leiden wir Frauen und dann auch manchmal die Männer mit tatsächlich sehr drunter. Genauso auch eben mit dem Zucker. Auch auf Zucker werden wir sensitiver. Das heißt, wenn wir erhöhte Blutzuckerwerte haben, das Insulin dann hochkommt, ja, haben wir tatsächlich auch höhere Cholesterinwerte. Und wenn es dann dumm läuft, wenn Insulin einfach, was ja auch ein Hormon ist, ja, auf die Dauer hin ständig erhöht ist, dann klappen die Rezeptoren sozusagen ein und dann gibt es eine Insulinresistenz, ja. Und bei einer Insulinresistenz ist es einfach so, dass auch das Enzym der Lipoproteinlipase, das HDL, was ja gut ist, was ja sozusagen die Feuerwehr ist, und das wieder abbauen kann, das wird blockiert, ja, in der Insulinresistenz. Und ganz viele Frauen in den Wechseljahren haben leider eine Insulinresistenz. Ja, und somit auch eben erhöhtes oxidiertes LDL. Dann kommt verstärkt noch dazu, dass natürlich eben in den Wechseljahren hier die Östrogene sinken. Also erst fällt das Progesteron und kurz vor der Menopause fehlen dann auch die Östrogene. Und die Östrogene haben tatsächlich auch so ein bisschen, also das Estradiol vor allen Dingen, die schützende Wirkung,
Gerade was Herzinfarktpatienten angeht, ja, also wissen wir, dass Frauen in den Wechseljahren, wo die Östrogene dann unten sind, dass sie ein erhöhtes Risiko haben, weil eben die schützende Wirkung von den Östrogenen fehlt, ja. Und zeitgleich natürlich auch, wenn hier die Östrogene zu niedrig sind, fangen wir dann auch an, diesen Bauchring aufzubauen, ja, und dieses Bauchfett führt dann natürlich auch wieder zu erhöhten Entzündungswerten, ja, also grundsätzlich, sage ich jetzt mal, ist das Cholesterin im Alter, sollten wir schon gucken, dass wir das haben, weil wir eben schon gucken sollten, dass die Hormone nicht zu weit unten sind, aber eben auch darauf aufpassen, dass eben gerade Stress, Blutzucker, Insulin eben und Entzündungen hier minimiert werden, um A, die Hormonbalance auch eben aufrechtzuerhalten. Und das machen ich wunderbar auch mit meinen Mitgliedern im Hormonclub. Ja, die lernen das alle, wie man eben eine natürliche Hormonbalance aufrechterhalten kann, um eben die Östrogene nicht zu weit runterfallen zu lassen, weil wir haben im Prinzip in den Wechseljahren keinen Mangel. Ja, wir fallen eigentlich auf eine Grundbasis hin, zurück, sage ich mal, wie in den kurz vor der ersten Blutung in der Menarche, ja. Das ist eigentlich kein Mangel, aber wenn es zu tief fällt, ja, wir haben alle ein Grundniveau an den Östrogenen wie auch Progesteron, aber wenn es viele fallen tatsächlich da drunter und dann fängt es eben halt auch an mit den Bauchfett und Entzündungen und da kann man ganz viel auf natürliche Art und Weise dagegen machen, um eben entgegenzuwirken, dass die Hormone hier wirklich in den Mangel dann auch kommen und dann dementsprechend auch Herzinfarktgeschichten, Diabetes und weitere Risiken entstehen können. Ja, das lernt man ja dann alles bei dir, auch in deinem Hormonclub eben. Ja, du hast jetzt viele Themen angeschnitten, eben auch angefangen von den Nebennieren. Vielleicht kann ich dann noch einmal darauf zurückkommen. Also sagen wir jetzt, ich bin jetzt, sagen wir auch, meine Triglyceride wären erhöht, ja, mein Blutdruck ist vielleicht erhöht. Vielleicht habe ich auch oxidiertes LDL. Also das heißt, die Nebennieren sind dann eine der Ursachen für diesen ganzen Symptomkreis. Kann man das so sagen, die Nebennieren und der Stress? Kann man das so sagen? Genau, also Stress ist einfach ein Riesenthema, ja. Und wir tun das so ein bisschen unter den Tisch kehren, wenn ich immer meine Klientinnen frage, ja, was hast du denn an Stress? Ja, ich habe keinen Stress. Aber Stress müssen wir auf so vielen unterschiedlichen Ebenen uns anschauen. Also nicht nur der Stress in der Arbeit, ja, sondern eben halt auch emotionaler Stress, mentaler Stress, irgendwelche Glaubenssätze, sage ich jetzt mal, die wir haben, wo wir uns selber Stress machen. Zum Beispiel Perfektionismus, ja. Machen wir Frauen uns ganz viel Stress selber, weil wir alles perfekt haben möchten. Oder auch, ja, Kontrollzwang, sage ich jetzt mal. Genauso aber eben dieser oxidative Stress, der nitrovasive Stress. Also da gibt es so viele unterschiedliche Sorten von Stress, aber alle tatsächlich führen auf das gleiche Ziel drauf aus, nämlich dass die Stresshormonachse aktiviert wird, eben und da ist sind die Nebennieren das Thema und weil da die Hormone, Stresshormone, Cortisol, Adrenalin, DHEA, was ja auch in den Nebennieren produziert wird, was aber für das Immunsystem dann auch zuständig ist und gerade das Nebennierenthema wird leider Gottes auch in den Wechseljahren zu oft nicht beachtet. Und vor allen Dingen, was ganz viele auch nicht wissen, ich meine, ich habe es in meinem Wechseljahre Plus Kongress auch so oft gesagt, dass wir hier die Nebennieren eigentlich in den Wechseljahren als erstes in Betracht ziehen müssen, bevor wir überhaupt irgendwie auf natürliche Art und Weise oder mit bioidentischen Hormoncremes, wer das machen möchte, ja, die Stresshormone angucken sollen, weil die Stresshormone sind das Masterhormon. Ja, wir haben so eine Kaskade und die Stresshormone, die Nebenniere sind ganz arg wichtig, denn wenn wir hier die nicht in Balance bringen können und wenn wir weiter in unserem Lebensstil und Lifestyle hier einfach verharren,
und denken, ja, ich schmiere mir jetzt einfach bioidentische Hormoncremes und alles ist gut. Das funktioniert nicht, weil das Masterhormon, ja, ist das Cortisol. Und gerade was viele nicht wissen, die Sexualhormone werden nämlich, wenn die Eierstöcke altersschwach werden, in den Nebennieren produziert. Ja, sprich, um hier eine natürliche Hormonbalance hinzubekommen, sollten wir als allererstes die Nebennieren stärken.